Hier dieser Schäfer-Gümbel, das ist aber schon ein Brocken. Wie viel wiegt der wohl ohne Brille? Ach schön, Obama macht Clinton zur Außenministerin und alle sind glücklich. Barack hat eine fähige Mitarbeiterin, Hillary einen tollen Job und Bill sturmfreie Bude. Jetzt kann sich Obama wieder um die Finanzkrise kümmern. Nach dem Lehman schreibt jetzt nämlich auch der Goldman riesige Verluste. Also KfW, schnell überweisen, solange es noch geht. Ja, mittlerweile hat die Krise sogar den Monopoly-Mann erreicht. Er musste sich von Hotel und Bügeleisen trennen und in ein günstigeres Viertel ziehen. Und weit und breit ist kein Losfeld in Sicht. Gouverneur Arnold Schwarzenegger musste für seinen Staat sogar gerade den Finanznotstand ausrufen. Bald leben alle Kalifornier als Beach Boys. Tja, wohl dem, der sein Vermögen in Kunst investiert hat. Die ist nämlich noch sicher, vor allem in russischen Museen. Nein, die Damen wurden nicht vergessen, sondern das sind russische Museumswärterinnen, die mit Argusaugen Besucher und Kunstwerke überwachen. Zumal, wenn die Aussicht so schön ist. Das hier dagegen sind keine Laserstrahlen, die Kunstwerke schützen, sondern das ist die Kunst. Nämlich die unglaublichen Fadeninstallationen des kubanischen Künstlers Duvier Delgado Fernandez, die er so geschickt verknüpft und beleuchtet, dass faszinierende Fadenhologramme daraus entstehen. Nicht so harmonisch geht es zurzeit bei der hessischen Change-Partei zu. Immer mehr Genossen kritisieren, dass Schäfer-Gümbel sich nicht von Ypsilanti lossagt und werfen ihm Kurzsichtigkeit vor. Also bildlich gesprochen. Thorsten Schäfer-Gümbel dagegen betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass Andrea Ypsilanti ihm den Rücken frei hält. Vor Messern und so. Oder Skalpellen, wie im Falle des Stopptrickfilms The Pen is Mightier. Der wurde bei einem Wettbewerb in nur 52 Stunden realisiert und erzählt vom Kampf unterdrückter Stifte gegen Lineale und Skalpelle. Ja, Skalpelle sollten sich doch wirklich lieber friedlich für das Boxdoodle-Project engagieren, wo jedermann Fotos seiner Kreationen einschicken kann, die er aus Schachteln oder Kartons gebastelt hat. Und wer gerade keine im Haus hat, kann sich zumindest am Boxdoodle-Tool austoben und dort virtuelle Schachteln bemalen. Okay, bei manchen Figuren muss man schon etwas raten, was sie denn eigentlich sein sollen. Das ist aber noch nichts im Vergleich zu Clique Flick. Hier gibt es nämlich sehr knifflige Videobilderrätsel, die englische Filmtitel darstellen. Wirklich eher nur was für Filmfreaks. Bessere Chancen hat man da schon bei The Quietus, wo pantomimisch berühmte Musikalbencover nachgestellt werden. Wer die Lösungen wissen will, muss übrigens noch ein paar Tage warten. Ja, oder in den Kommentaren die Weisheit der Ehrensenfmasse nutzen. Tja, manchmal muss man eben etwas um die Ecke denken, eine Sache von allen Seiten beleuchten. Und auch mal auf den Kopf stellen, wie bei Flip-Title. Hier werden beliebige Wörter einfach umgedreht, was zum Beispiel angeblich prima Passwörter ergibt. Nicht ganz so schnell geht das Umdrehen dagegen im Video Mein Fenster. Aber gerade das macht es so interessant, dabei zuzusehen, wie Nachrichtensprecher, Wein und vor allem Wellensittich langsam aber sicher mit der Schwerkraft kämpfen. Erfolgreich gegen die Schwerkraft kämpfen übrigens auch die Papierflieger unserer Zuschauer. Okay, mehr oder weniger. Aber da muss ich an dieser Stelle gleich nochmal sagen, es kommt nicht auf die Länge an des Fluges. Also, mitmachen. Zum Schluss noch ein dickes Dankeschön an alle, die sich die Mühe machen und täglich bei Hopnox für uns abstimmen. Zur Belohnung habe ich euch diesen tollen Schachtel-Cowboy gebastelt. Das war Ehrensenf, ich bin Christine. Tschüss. Der hat sogar noch ein Extra. Nein, das ist nicht der Colt.